So, okay, also der Vorteil von Ragnaros wäre halt gewesen, dass wir auf jeden Fall das Spielfeld hätten kontrollieren können. Jetzt können wir nochmal böse spielen. Wir haben jetzt genau das Team von eben auf der Gegnerseite. Wir können das Schlachtfeld halt extrem gut mit Lava Wave kontrollieren. Die wissen jetzt, was wir picken. Es lohnt sich, für unsere Welt zu kämpfen. Möglicherweise sollten wir jetzt einfach auf was anderes gehen, was halt irgendwie smarter ist. Wir sollten Abathur countern. Abathur Hardcounter Lost Vikings haben sie beim letzten Mal aber richtig gut gespielt. Das heißt, sie werden die Harker gehen, glaube ich. Die Harker ist sehr guter Hardcounter. Go. Wir müssen uns anpassen. Gegen Abathur müssen die Augen auf die Map haben und dann uns runterbauen, wenn wir die Chance haben. Ich glaube, das ist auch eine Map, wo ich tatsächlich Elite-Raubtier spiele, um Abathur auch im Late Game unter Kontrolle zu halten. Schauen wir mal. Hast du Mini-Ragnaros? Ja, ich habe den Skin. Wir müssen hier den Skin ändern. Ich mag den Skin hier nicht. Der ist echt scheiße. Den Black Dehaka. Master Green. Mecha Dehaka. Der Special. Kreuzzug ruft. Mir gehören. Das geht gut ab. Vernichtet die Schwachen. Das ist gut. Das ist extrem gut für Phoenix. Phoenix kriegt Mobility. Phoenix hat Kombos für seine Ulti. Wenn er dann drauf spielt mit Jaina und Co. Oh. Ja, ich hätte sagen sollen, dass ich jetzt weiter spielen will. Ah, gut, das ist auch ein extrem nice Setup. Tracer ist into Phoenix sehr, sehr gut. Vierer-Team. Oh. Was war dein höchster Rang in Hotz? Diamond. Bevorstehend. Empfehle Vorbereitung. Na toll. Warum muss ich ausgerechnet in einem Team mit dir landen? Das ist halt die Frage. Wollen wir aggressiv rein orienten oder wollen wir halt High Mobility spielen? Brauchen wir eigentlich nicht. Wir brauchen eigentlich keinen High Mobility Plays hier. 10. Ein Verbündeter braucht unsere Unterstützung. 5. 4, 3, 1. Kampf beginnt. Ich gehe mehr Essence. Full Tanky. Oder Full Damage.
denke, ich vertraue denen einfach mal. Deswegen gehe ich. Utenki. Unlucky. Geht top. Ja, Tracer ist nicht das beste Target. Aber wird wahrscheinlich. Aber wird wahrscheinlich versuchen, Mule zu spielen. Talent wählen. Muss ich abgeben, das Camp hat Vorrang. Sprengkopf erhalten. Ihre Nuklearrakete wird jetzt scharf gemacht. Und der hat hier, glaube ich, auch ein paar Minen drin. Ich wittere Feinde in der Nähe. Entwicklung treibt mich an. Lieferung abgeschlossen. Yeah.
Nuklearer Abschluss festgestellt. Kämpfen zu dürfen. Sprengkopf unterwegs. Countdown aktiviert. Er hat, glaube ich, seinen Dingsbums verloren. Oder steht er hier im Busch? Sprengköpfe bereitgestellt. Bitte bilden Sie eine geordnete Warteschlange zu Ausgabezwecken. Schnell! Zu mir! Ich komme zu dir. Weg. Okay, er ist verkackt. Feindliche Nuklearrakete gestartet. Wird durchgeführt. Das ist gut. Phoenix. Schießt er da. Nice Ulti. Schön gemacht von ihr. Urzorn erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Oh mein Gott. Was ein Desaster fürs Gegnerteam. Fänge die Panzerung von Gegnern, ist ganz nice, aber ich glaube, wir werden tatsächlich hier. Das ist schon. Wir spielen das mal, das ist immer noch das Beste von dir. Aber verstanden rein. Jetzt hier Double Soaking machen.
Sprengkopf wird bereitgestellt. Bereitstellung abgeschlossen. Die Sprengköpfe können jetzt von Ihnen in Besitz genommen werden. Erfasse Ziele. Sprengkopfschließung abgeschlossen. Ich sollte nach hoch gehen. Ich sollte auf gar keinen Fall hier bleiben. Ich sollte nach hoch gehen. Den Fehler, das ist einer der größten Fehler, den ich bis jetzt immer gemacht habe. Okay, wir gehen hoch. Was? Sprengkopfbereitstellung fast abgeschlossen. Feindliche Nuklearrakete gestartet. Sprengkopfbereitstellung abgeschlossen. Inbesitznahme wird empfohlen. Na, Elite-Raubtier hätten wir spielen sollen. Ich vorhin noch gesagt. Wir können das Spiel beenden, glaube ich. Mache Ihre Nuklearrakete jetzt scharf. Nuklearsilo bestückt. Wie zu früh den Ding von draufgeballert. Länger warten. Jetzt.
Nuklearer Abschuss festgestellt. Nice. Widerstand zwecklos. Wir haben nicht viel Schaden gemacht, aber wir haben dafür versucht, das Spielfeld unter Kontrolle zu halten. Das hat hier und da gut funktioniert, aber nicht immer. War halt viel auf der Lane, ne? Ganz, ganz viel, weil es schon... Ja, der Abatur hat das ganz gut gespielt, vor allem... durch sein, wenn wir ihn alleine gelassen haben, dass er dann doch aggressiv versucht hat, Body zu soaken. Ich habe ihn unten einmal gesehen, aber ich dachte mir, es ist dann doch viel, ein bisschen zu risikoreich, da unten reinzugehen. Der Brightwing war ganz schön schwach auf der Brust. Ansonsten habe ich mir zumindest die Aufgabe gegeben, den Abatur halt und mehr oder weniger daran zu hindern, mit seinem Mutant und mit seinem Mines und was der Kuchen, was er hat, alle rein zu pushen. Das hat nicht immer gut funktioniert, aber ich denke, hier und da war es okay. Ich hätte nicht so oft passiv die Hacker spielen sollen, dann hätte ich schon aggressiv irgendwie was machen sollen, aber hat gepasst. Auch wieder, ja. Das war ausgeglichen, das Match. Hatte genauso gut auch verloren gegangen werden können.